Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Squad Builder von mir. Dieses Team spielen wir in der 4-3-2-1 Formation und kostet auf der PS3, PS4 ca. 100.000 Münzen. Auf dem PC wahrscheinlich teurer, auf der Xbox wahrscheinlich günstiger, weiß ich nicht ganz genau. Und ja, heute machen wir das mal ein bisschen anders, sonst machen wir das ja immer so, dass die Position unbesetzt ist. Dann gehe ich auf Viereck mit meinem Verein durchsuchen und dann fügen wir den Spieler hinzu und dann stelle ich euch den vor. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Das Team seht ihr also schon im Hintergrund und heute stelle ich euch einfach jeden Spieler nach der Reihe durch. Beginnen wir einfach mit dem Torhüter, das ist Hugo Lloris oder Loris Lloris, wie man auch immer aussprechen will. Ich denke mal, er wird so ungefähr Lloris ausgesprochen. 85 Gesamtbewertung, einer der besten Keeper im Spiel. Merkt man auch, also hat richtig stark gehalten. 86 Hechten, 88 Reflexe, 81 Ballsicherheit und 81 Positionsspiel. Ist für einen Keeper auch schon ein bisschen teurer. 37.500 Münzen hat er mit dem Chemise Glove gekostet. Gehen wir in die Verteidigung, in die Innenverteidigung. Rechter Innenverteidiger ist Jerome Boateng von FC Bayern München. 77 Tempo, also richtig schnell unterwegs und sehr starke Defensivwerte. Wie viel er kostet, weiß ich nicht ganz genau, weil ich der Erstbesitzer bin, weil ich den im letzten Pack-Opening gezogen habe. 1,92 groß und ja, hatte sogar noch 3 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Linker Innenverteidiger ist Mangala, hat ein Tempo weniger als Boateng. 76 Tempo, 79 Defense und 85 Physis. Backbone als Chemiestil, 1,87 groß, 5.600 Münzen hat er mir am 19.11. gekostet. Kostet jetzt wahrscheinlich nur 1-2.000 Münzen nur noch. Linker Verteidiger kommt ebenfalls von Manchester City. Ein Franzose, nämlich Gael Clichy. 7.400 Münzen hat er mir vor 2 Monaten oder sogar fast 3 Monaten gekostet. Ist wahrscheinlich jetzt auch günstiger zu erwerben. Hat sogar ein Tor schon bei mir gemacht, 4 Vorlagen und ja, hohes Tempo, guter Defensivwert, Physis geht auch noch in Ordnung und Dribbling und Passen lässt sich auch blicken. 1,76 groß, also sehr starker Linksverteidiger, den kann ich euch wirklich empfehlen, genauso wie die anderen Spieler. Rechter Verteidiger ist ein Silberspieler von Hamburger Sportverein. Ja, viele denken sich, warum unbedingt Diekmeier, weil er halt das Tempo hat, 90 Tempo, also der schnellste Rechtsverteidiger aus der Bundesliga, glaube ich. Müsste so angehen. Eigentlich wollte ich mir Piszczek kaufen von Dortmund, der hat 81 Tempo, und dann dachte ich mir so, ja, probierst du einfach mit Diekmeier aus, hat ja auch noch gute Defensivwerte und ist auch noch 1,88 groß, also das ist auch schon mal gut. Arbeitsraten wäre Mitte besser, hat Hochmitte, deswegen ist er ein bisschen mehr vorne, aber es geht schon in Ordnung, hat halt ein hohes Tempo. Also die Verteidigung lässt sich wirklich sehen, 2 richtig schnelle Innenverteidiger und 2 sehr schnelle Außenverteidiger. Die Verteidigung ist ein bisschen auf Pace gelastet, aber das würde ich euch empfehlen, wenn zum Beispiel jedes dritte Team ist mindestens mit einem Stürmer, der da vorne drin ist, mit über 90 oder mindestens 88 oder so. Also die Innenverteidigung, die gesamte Verteidigung kann ich für euch wirklich empfehlen, vor allem den Torwart auch noch. Lloris ist auch ein wirklich guter Rückhalt. Gehen wir jetzt rein ins Mittelfeld. Linker ZM ist Fernandinho. Ebenfalls von Manchester City, ein Brasilianer, sehr, sehr stark Around-Werte, gefällt mir richtig gut, habe auch schon 20 Spiele mit ihm gemacht, 2 Tore und 3 Vorlagen, ist zwar nicht, ja, hört sich vielleicht nicht so gut an, aber ist defensiv sehr, sehr stark, hat auch die Arbeitsrate hoch nach hinten, was auch sehr stark ist. Habe ihn auch vor einem Monat gekauft, 7.700 Münzen, wahrscheinlich jetzt auch billiger, also die meisten Spiele sind hier billiger zu erwerben im Moment. Und gehen wir weiter zum ZM, der in der Mitte ist, das ist nämlich Matuidi von Paris Saint-Germain aus der Ligue 1. 4.000 Münzen hat er mir gekostet, auch ein paar Monate schon. Jetzt auch 20 Spiele gemacht, ein Tor, 3 Vorlagen und hat Arbeitsrate hoch, also ist vorne und hinten, was auch ziemlich gut ist, weil wir ja Fernandinho hat die Arbeitsrate hoch, dann arbeitet Matuidi ein bisschen weiter mehr nach vorne. Und seine Award-Werte sind auch sehr stark, sehr starke Defensivwerte, 84 Defense und 82 Physis. Rechter ZM ist Ilkay Gündogan von Borussia Dortmund, auch sehr starke Around-Werte, ist ein bisschen mehr offensiv gerichtet, soll auch ein bisschen mehr nach vorne machen. Also wir haben eine Mittelfeld, das Fernandinho, der hat
hoch nach hinten, dann haben wir Matuidi, der hat beides hoch, also hoch nach vorne und nach hinten, und dann haben wir Gündogan, der hat hoch nach vorne. Also ein richtig gute Gemisch, oder wie man es auch nennen will, richtig gute Gemisch von Arbeitsraten aus den dreien hier. Also sehr starke Allround-Werte. Der eine nach hinten, der eine arbeitet nach vorne und nach hinten, und der andere arbeitet ein bisschen mehr nach vorne. Und das Mittelfeld kostet auch nicht so viel wie die Verteidigung, kann ich euch auch sagen. Und jetzt fehlen nur noch drei Spieler. Das ist zu einem Lucas Lavezzi. Und unser Stürmer ist Alexandre Lacazette. Der hat auch schon zwei Informs. Den könnt ihr euch natürlich auch kaufen. Der zweite Inform kostet jetzt im Moment auf der PS3, PS4 140.000 Münzen. Rechter Stürmer ist Lucas, 93 Tempo, 87 Dribbling. Sehr starker rechter Stürmer. Vier schnelle Skills hat er auch noch. Also den kann ich euch wirklich auch empfehlen. Richtig schnell unterwegs, genauso wie Lavezzi. Hat zwar nur 87 Tempo. Naja, was heißt nur? Ist auch schon richtig schnell. Vier Sterne Skills, Forster Weakford, was auch richtig stark ist. Kostet auch nicht viel, genauso wie Lucas. Und dann haben wir noch Lacazette, vier Spiele, zwei Tore. So, jetzt habe ich es. Hat im Verein davor 52 Spiele gemacht, 32 Mal getroffen. Also, wie gesagt, den kann ich auch wirklich empfehlen. Finisher würde ich auch nehmen, weil er halt schon hohes Tempo hat und Schuss und Physis kann er noch gebrauchen. Oh ja, dann würde ich sagen, was das von diesem Squad Builders Team kostet, wie gesagt, 100.000 Münzen, könnte man noch ausbauen, wie zum Beispiel Klischee Inform. Für Diekmeyer könnte man, wenn man Diekmeyer nicht mag, irgendwie Piszczek oder so nehmen. Dann kann man für Gündogan nach Schweinsteiger oder Lahm Inform oder was man auch immer will benutzen. Und Alexandre Lacazette Inform kann man auch noch benutzen. Ja, und dann war es das von diesem Squad Builder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst einen Daumen nach oben dabei. 10 Likes kommt in den nächsten Tagen wieder ein Squad Builder. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was als nächstes dran kommen soll, welches Team, wie viel das kosten soll. Würde ich mich darüber freuen. Haut rein, bis zum nächsten Video, macht es gut und ciao!